Herzlich willkommen zu den Energiesparlife-Hacks und heute geht es um das Thema E-Auto. Und man kann es kaum glauben, aber auch hier kann man sehr viel Energie sparen, um die Reichweite zu erhöhen. Wir starten gleich los mit dem Thema Laden. Am besten ist es direkt nach einer Fahrt, wenn ich nach Hause komme, wenn der Akku noch warm ist. Damit der Rollwiderstand gering ist, sollte der Reifendruck im oberen Bereich liegen. Weiteres Thema ist, vorausschauend zu fahren, da ich einfach jetzt unnütze Bremsvorgänge oder Beschleunigungsprozesse vermeide, um Energie zu sparen. Und beim Elektroauto kann ich auch die Rekuperation nutzen, indem einfach die Bremsenergie, sozusagen die Energie, wieder rückeingespeist wird in den Akku, weil der E-Motor in der Funktion umgedreht wird und dann die Energie wieder einspeist. Beim Elektroauto kann man auch überlegen, ob man vielleicht einmal 10 Minuten früher losfährt, weil natürlich jedes km/h, was ich weniger fahre, ist eingesparte Energie. Das Thema Heizung ist natürlich auch sehr wesentlich, wenn es um den Energieverbrauch geht. Vor allem Dingen im Winter, wenn ich kurze Strecken fahre, macht es Sinn, dass ich auf die Lenkradheizung und die Sitzheizung vertraue, weil einfach die beheizte Fläche reduziert wird. Das war's mit unseren Energiesparlifehacks. Mehr dazu gibt's wie immer auf unserer Website.